Ich werde versuchen, wirklich Dark Souls 2 zu streamen und gleichzeitig aber aufzunehmen. Das war knapp. Und gleichzeitig aufzunehmen. Das heißt also, ich werde es komplett blind spielen. Yo Leute, was geht ab? Mokka hier wieder am Start und wir spielen wieder Dark Souls. Denn wir wollen jetzt endlich Dark Souls 1 durchspielen und mit Dark Souls 2 anfangen. Dark Souls 2 steht schon ein bisschen länger vor der Tür. Wir haben es immer noch nicht gespielt. Ich habe noch nicht mal eine einzige Szene aus Dark Souls 2 gesehen. Und ich möchte es endlich spielen. Deswegen, uns verbleiben jetzt noch zwei Fürsten plus der Endboss, die wir jetzt einfach versuchen, mehr oder weniger zu rushen. Damit wir einfach mit Dark Souls 2 anfangen können. Weil ich will Dark Souls 2 spielen. Wir haben uns jetzt für Seth entschieden. Also der erste Fürst, den wir jetzt töten werden, wird Seth sein. Hier war ich ja schon. Hier habe ich den Golem besiegt, damit ich das DLC machen konnte. Deswegen, normalerweise würden hier zwei Eisenschweine stehen, haben wir aber besiegt. Ich wollte das eigentlich auch gerade so machen, sozusagen, dass ich das streame. Genau, dass ich das streame, aber müsste ich ohne Facecam eigentlich streamen. Und nebenbei halt mit meinem Aufnahmeprogramm das Ganze aufnehmen. Aber das hat nicht so ganz geklappt. Denn Dark Souls 1 wird komischerweise nicht von den normalen Stream-Programmen erfasst. Ich weiß nicht wieso, das stürzt sofort ab, dies, das, es gibt da Probleme. Ich hoffe, bei Dark Souls 2 ist es anders. Ich bin gespannt, wie es aussehen wird. Ich bin gespannt. Weil dann würde ich vielleicht sogar Dark Souls 2 streamen, ohne Facecam, weil leider kann man immer nur eine Kamera, es gibt bestimmt irgendwie so einen Kamera-Simulator oder so, dass sozusagen zwei Cams simuliert werden. Ich habe keine Ahnung, ich kenne da keine, oh Gott. Hier muss man aufpassen. Diese Kristalle, oh Gott, wo kommen die alle her? Bei denen muss man aufpassen, denn da ist so ein Kristallviecher und die machen enormen Schaden. Auch wenn die sehr schwach sind, die machen enormen Schaden. Die halten auch ein bisschen mehr aus, also das heißt, die kassieren weniger Schaden. Aber die haben auch allgemein weniger Schaden. Deswegen ist es nicht so schlimm. Ihr seht schon, zweimal zuständig. Aber da seht ihr den Schaden, den die auszählen. Der ist verdammt hoch. Zack, den haben wir in der Luft erwischt. Ja, die kann man, glaube ich, mit einem Executen sogar töten. Wir gucken mal. Na, nicht ganz. Doch, wir haben den sogar getötet. Aber wir müssen aufpassen, weil der Typ, der da zaubert, der kann die stärken und das kann echt böse werden. Aha, wir müssen ihn töten, bevor der sich wegteleportiert. Jetzt schnell hier in Deckung gehen. Komm. Jump. Okay, dann töten wir den halt so. Das sind bei meiner Hassgegend hier vor allem. Ist das hier eine der wenigen Gegenden, glaube ich, wo man sterben muss. Ich wüsste nicht, wie man das überleben kann, ohne nicht zu sterben. Ich werde jetzt hier auch durchrushen, weil das Ganze würde sonst extrem lange dauern. Da haben wir den ersten. Also ihr seht schon, 275 HP haben die. Aber ich mache extrem weniger Schaden. Normalerweise mache ich so 600, 700 Hinterhälte. Hier aber deutlich weniger. So, der schießt daneben. Selbst zum Executen. Ach Gott. Hier ist auch wieder so ein kleines Labyrinth, deswegen mag ich das nicht. Weil ihr wisst ja, in Sachen merken bin ich immer ganz schlecht. Da vorne müssen wir hin. Und hier muss man sich einiges merken. Schau mal. Funktioniert das ja ohne. Vielleicht funktioniert das ja auch ohne Sterben. Ich weiß es nicht. Ich kenn's ein bisschen nur mit Sterben. Oh Gott. Na, man greift doch nicht von hinten an. Was ist denn los mit dir? Funkeltitanit, sehr schön. Kann man die Waffe unten hier upgraden. Aber erstmal müssen wir hier hoch. Ragdoll for the win. Ich habe schon einiges über Dark Souls 2 gehört und ich bin echt gespannt. Das wird gleich, oh, das wird mega lästig. Ich hasse das. Wieso muss man hier sterben? Ich wette, das kann man irgendwie umgehen. Ich wette das. Ich habe es einmal geschafft mit meinem Main. Bin ich bis hierhin gekommen, ohne zu sterben. Und hier muss man einfach sterben. War sogar bei einem New Game. Also das heißt, mein Main war schon ein bisschen besser equipped und so. Aber die Gegner werden natürlich auch bei New Game stärker. Das, wenn man durchgespielt hat, nennt man das dann New Game, weil sich, oh Gott, was ist denn hier? Der ist so, oh.
ne? Komm. Oh Gott. Ja, komm. Komm erstmal aus dem engen Gang da raus. Du Nudel. Oh. Batz, batz, batz. Jetzt haben wir den. Der hat nicht keine Energie mehr. Deswegen, weil er keine Energie hat, das ist kein Gegner für uns. Aber was ich sagen wollte ist, Oh, den müssen wir töten. Nein. Jawohl, der ist tot. Noch ein Funkeldieter. Jawohl. Das war ein Funkeldieter. Hier muss man sterben. Also wenn man New Game macht, sozusagen, man spielt das Spiel durch, dann fängt man nochmal neu an, nur die Schwierigkeitsstufe wird erhöht. Das heißt, Gegner machen viel mehr Schaden. Ja, und das ist der vierte Fürst, ja. Wir müssen sterben. Wir müssen sterben, bevor wir verflucht werden. Wir müssen sterben, bevor wir verflucht werden. Ich hatte den trotzdem gemacht. Weil der verflucht. Wenn der einfach verflucht, dann hat er die Arschkarte. Weil wir können den von hier aus nicht erreichen. Es geht einfach nicht. Wenn wir den angreifen mit Zaubern oder so, er heilt sich die ganze Zeit gegen. Und wir können dann auch nicht hin. Hier muss man einfach sterben. Ich wüsste nicht, wie man das anders machen kann. Dann spawnt man nämlich hier in einem Gefängnis. Hier kann man ein Leuchtfeuer aktivieren. Machen wir auch mal eben. Vor allem haben wir da alles an Menschlichkeiten verloren. Das ist ja auch so eine Sache. Ich wollte sogar eigentlich Nito zuerst machen. Hab mich aber dann doch anders entschieden. Einfach wegen dem Grund, dass Nito, da muss ich durch die Dunkelheit und ich weiß nicht, ich muss gucken, wie ich durch die Dunkelheit komme, weil das ist schwerer. Da sieht man wirklich nur 1 Millimeter, oder das heißt nicht 1 Millimeter, da sieht man vielleicht so 1-2 Zentimeter vor die etwas und dann überall sind Abgründe und so. Ach, guck mal. So einfach kann man den töten, dann kann man hier den Schlüssel. Also ich kenne das ja schon, deswegen wusste ich, wie man den Schlüssel bekommt. Jetzt wurden wir aber gesichtet, dass wir ausbrechen wollen. Die lassen halt einen Alarm. Die lassen einen Alarm abspielen und da kommen die Wächter, die Sucher. Vor denen müssen wir aufpassen. Theoretisch könnte man. Und unten. Oh Gott. Was? Normalerweise laufen wir oben durch. Deswegen hat mich schon gewundert, wieso der eine gekämpft hat. Jetzt ist die Frage. Eigentlich muss ich nach oben. Normalerweise müsste ich noch eine Quest aktivieren. Oh, da kommt die Sucher. Normalerweise, ich überlege, da laufe ich nach unten. Ich glaube, ich muss nicht nach unten. Bisher bin ich immer nach unten gegangen, weil da gibt es die Quest von Logan. Der Logan ist nämlich der Superlehrer, der Supermagie-Lehrer von dem Zauberer. Aber da wir kein Magier spielen, ist es mir eigentlich ziemlich egal, oder? Ne, wir müssen doch nach unten. Aber wir müssen doch nach unten, wir müssen den Schlüssel erst holen. Da muss man also immer öfters, man muss öfters hier hin, wenn man Magier ist. Weil den muss man dann befreien und so und dann bietet er die stärksten Zauber an zum Lernen. Aber haben wir eigentlich Doma nicht? Oh, der Executed. Hey. Oh, da kommen noch mehr von denen. Da müssen wir aufpassen. Achtung, Achtung. Immer locker bleiben, Mädels. Immer locker bleiben. Tsching. Gott. Aber aushalten tun wir nichts. Ja, die halten nichts aus. Trotzdem heilen wir uns mal. Wir haben hier was gedroppt. Was droppen die? Menschlichkeit. Oh, sehr schön. Die Menschlichkeit, die wir eben verloren haben, kann man jetzt wieder aufsammeln. Ja. Hier haben wir ein paar Zellen. Brauchen wir jetzt nicht nachzusuchen. Da sind ein paar Items. Vielleicht mal eine Seele oder so. Vielleicht eine Rüstung. Aber da ich das ja schon gespielt habe, kann ich sagen, dass hier nichts Wichtiges ist. Deswegen bei Dark Souls, ich werde versuchen, wirklich Dark Souls 2 zu streamen und gleichzeitig aber aufzu... Uiuiui, das ist knapp, das ist knapp.
um gleichzeitig aufzunehmen. Das heißt also, ich werde es komplett blind spielen. Dark Souls 1 habe ich ja schon 10-mal bestimmt durchgespielt. Bei Dark Souls 2 ist es komplett blind. Und das wird dann natürlich ein bisschen anders sein. Na, komm, komm. Ich weiß nicht, womit die spucken. Ich wusste das mal. Ich brauche nicht zu spucken. Wir brauchen nicht zu spucken. Doch, hier bekommen sie einen Zauber. Wunderlindendes Sonnenlicht. Wundergnädiges Sonnenlicht. Das ist verschlossen. Hallo again. Oh, hallo, welcher Zufall? Wo lande ich? Ey, du Pferd, könntet ihr mir eventuell helfen? Such a storehouse of knowledge, so close but just out of reach. The thought offends me so, I could simply die. As a student of the arts, you understand me. Das ist also Logan. Ich mache eben die Musik ein bisschen leiser, ist nämlich ein bisschen zu laut. Nee, wo mache ich das nochmal? PC einstellen, nein, ich mache Optionen. Dann die Musik. Ah, Effekte ist es, okay, mach mal so. Blöde Musik hier. Da vorne ist nebenbei eine Feuerhüterin-Seele, die da liegt. Lohnt sich jetzt auf jeden Fall die Quest zu machen. Für uns aber im Moment relativ egal. Wieso? Weil wir Dark Souls 2 spielen wollen. Ich bin schon mega gespannt auf Dark Souls 2. Ich habe mir schon richtig Ideen und Plan, wie ich das mache. Und das wird komplett ein Blind-Let's Play. Und blind macht ist das halt viel lustiger, weil dann weiß ich wieder nicht, wie die Bosse funktionieren. Dann muss ich wieder. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, übertreibt man nicht und zack! Ja, immer locker bleiben, immer locker bleiben. So. Pzing. Man muss noch wissen, wie man gegen die kämpft. Oh, hat er gut geblockt. Mann, was haben die für große Schwerter? Das ist immer nicht normal. Jetzt habe ich dich. Die blocken ja einfach alles ab. Was haben wir besiegt? Hier finden wir jetzt den Riesentürschlüssel. Und das ist der von oben. Hier können wir das nochmal aktivieren. Das ist jetzt diese Alarmanlage. Ich weiß gar nicht. Ach nee, damit haben wir die deaktiviert. Okay. Cool. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Soweit ich weiß, diese Viecher, die hier waren, die sind blind. Die hören nur nach Musik. Es gibt einen Ring, der lässt es. Oh, Matze hat es da. Der lässt dieser Ring, der geht hin und macht. Der lässt uns keine Geräusche mehr machen, wenn wir laufen. Das bedeutet also, die würden uns nicht hören. So, ich switch mal in den Matze-Hatze hier rein. Hallo Matze-Hatze. Hallo. Ah, das mit dem Stream hat leider nicht so funktioniert, wie ich wollte. Ich bin jetzt mitten in der Aufnahme. Ich mache einfach mal weiter. Das mit dem Stream hat nicht so funktioniert, weil du weißt, bei XSplit hat Dark Souls schon Probleme gemacht. Ich habe gehört, bei Open Broadcaster sollte das besser sein mit dem Stream, aber bei mir ist das Spiel wieder abgestürzt die ganze Zeit. Deswegen, ich weiß nicht, hat das leider nicht geklappt. Ich hoffe, Dark Souls 2 wird da ein bisschen besser sein. Ich habe mir nämlich vorgenommen, habe ich eben schon den Zuschauern erzählt, wenn ich Dark Souls 2 spiele, das wird ja komplett blind Let's Play. Für dich wird das ja auch komplett blind, ne? Ja. Ich vermute mal, wir spielen das eh beide zusammen, das ja, denke ich mal. Selbstverständlich. Und da habe ich überlegt, ob wir das während des Livestreams sozusagen zusammen spielen. Ich muss dann leider nur ohne Facecam spielen und die Facecam nehme ich das auch dann auf und lade das dann auf YouTube hoch, weißt du? Weil du weißt ja, ich weiß nicht, bei mir war es mindestens beim ersten Dark Souls Durchgang so, dass ich ein bisschen länger gebraucht habe bei den Bossen, um zu verstehen, wie die funktionieren und so.
So, execute. Ich bin gerade bei Seth gewesen. Da, wo der dich einmal tötet. Weißt du eigentlich, ob man das Ganze umgehen kann, dass er dich nicht tötet beim ersten Mal? Ich habe bisher noch nichts gefunden. Also, ich habe es ausprobiert. Du kannst Ewigkeiten vor ihm stehen. Es gibt einen Punkt, wo er dich nicht erwischt. Aber du machst ihm zwar Schaden, aber das regeneriert er instant wieder hoch. Okay. Also denke ich mal nicht, dass das möglich ist. Also ich habe den auch schon, ich habe den selbst mit meinem Main wirklich ordentlich an Schaden gemacht. Ich guck, da konnte ich hier nicht irgendwo die Helligkeit drunter stellen. Da Helligkeit. Mach mal auf 8, so. Sieht nicht ein bisschen besser aus. Ach Gott, nee, diese Magier. Ich muss gerade in dieser Bibliothek, weißt du, wo diese blöden Magier sind und alles. Im Bogenschützen, diese Kristallviecher überall. Also ich versuche hier jetzt einfach durchzurushen. Schnell Safe besiegen. Und dann geht's in die Dunkelkammer, also zu Nito. Von Nito, ich wollte eigentlich Nito zuerst machen, aber ich habe etwas Angst bekommen, weil es da überall so dunkel ist. Ich habe mir so überlegt, es gibt eine Chance, dass du bei dem Feuergebiet, wo wir letztens waren, da gibt es ja diese ganz kleinen Würmer. Also nicht Würmer, sondern so Hüpfdinger. Die laufen einfach nur vor dir weg. Mehr machen die, glaube ich, nicht. Oh, ich glaube, ich habe gefilmt. Na egal, passt schon. Ich weiß auf jeden Fall, die laufen, glaube ich, die ganze Zeit nur weg. Und die haben eine Chance, so einen Helm zu droppen, dass dir Vision gibt, also Licht gibt, sozusagen. Weil damit habe ich das bisher immer gemacht, aber ich habe den diesmal nicht bekommen. Ich weiß nur, dass ich letztes Mal extrem lang gefarmt habe. So. Der Kristallbogenschütze ist tot. Steuerst du dich bist aus? Schon bei den Drehleitern, oder? Genau, da bin ich jetzt gerade. Zack, der ist auch tot. Und ich muss sagen, ich habe... Moment, hier ist zu. Wieso ist denn hier zu? Ah doch, ich weiß, wo ich lang muss. Muss ich da unten lang? Ich habe mich gerade irgendwie ein bisschen verlaufen, habe ich das Gefühl. Nee. Okay. Das war nämlich eben nicht so. Jetzt kann ich die Drehleiter hier benutzen. Das ist mega das Labyrinth. Ich verlaufe mich hier immer wieder. Ich hasse das. Nein, ich musste doch da nach unten. Egal. Dann gehen wir einfach hier lang. Hier geht's nach unten. Genau, jetzt weiß ich wieder. Jetzt bin ich wieder voll im Clan. Zack. Ich habe jetzt die Abkürzung genommen, wo ich dieses Büchergal zur Seite schiebe. Ah, okay. Werd mal beim Lagerfeuer mein Zeichen legen. Okay. Du hast das Ganze hier schon gemacht? Oh, ich sehe es sogar. Nein, ich habe... also den Boss habe ich noch nicht gemacht, aber bis zu der Stelle war ich auch schon. Tinkwarts, geil, ich habe dich sofort gesehen. Hattest du diesen Fix gerade installiert, ja, oder? Ja, habe ich gerade eben gemacht. Okay, ich habe dich sofort gesehen. Jetzt habe ich nur noch nicht Essensflakon. Wurdest du gerufen? Ja, ich bin schon da. Okay, ich habe meinen Essensflakon noch nicht aktiviert, aber egal, dann machen wir ohne Essensflakon. Muss ich mich einfach mit Menschlichkeit teilen. Ich wollte jetzt die Quest von Logan nicht machen. Die kann man hier drin machen. Ich weiß nicht, hast du die schon gemacht? Nee, deswegen habe ich das noch nicht weitergemacht. Ach so. Soll ich dir zeigen, wie die funktioniert? Also, kennst du die Quest? Ich muss doch alles dort kaufen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Okay, dann warte, dann zeige ich dir, wie die Quest funktioniert. Dann machen wir die doch, die Quest. So, dann müssen wir nämlich erstmal hier nach unten. Ne, warte, wir müssen nicht nach unten. Wir müssen. War das hier, glaube ich? Ich glaube, das war hier. Hier finden wir. Ne, das ist die Kristallblut. Meinst du den Schlüssel für Logan? Genau, der war unten. Also bei mir ist Logan schon hier in dem Raum drin.
Okay, ja, warte, dann, ja, dann kannst du aber schon bei dem lernen, ne? Ja, genau. Genau, dann Und hast. es geht aber noch weiter, die Quest. Genau, die Quest geht weiter. Und zwar, du musst Seth besiegen. Nachdem du Seth besiegt hast, gehst du in den Raum. Dann machen wir die jetzt doch nicht bei mir, weil wenn du das soweit hast, dann passt das. Wenn du den hier schon hast und hier alles gelernt hast, dann kannst du zu Seth, du besiegst Seth. Wenn der besiegt ist, gehst du nochmal in dieses Gebiet und in den Raum, wo du das erste Mal gegen den gekämpft hast. Also du gehst über den Haupteingang rein, weißt du? Da, wo du auf jeden Fall sterben musstest. Und da steht dann der Logan und ist auf einmal feindlich gesinnt gegen dich. Das hier müsste der Schlüssel sein. Nee, ein Prismastein. Ich weiß gar nicht, wo war denn der Schlüssel? Moment, den möchte ich doch eben noch finden. Ich gehe nochmal hoch. Der ist, glaube ich, in dem Raum, wo Logan dann sitzt. Oder hier Okay. ist noch eine Kiste. Was haben wir hier? Riesenzellenschlüssel. Okay, hier war der drin. Genau, und wenn ihr, also sozusagen, wir haben jetzt einen Schlüssel bekommen. Hier ist Schlüssel des Kanalisierers. Und wenn ihr jetzt Logan befreien würdet, wo der eben war, dann würde der in diesem Raum hier sitzen. Und dann könnte man von dem hier Zauber lernen. Für mich ist das jetzt uninteressant, weil ich habe nicht Intelligenz, also die Intelligenz, die man dafür braucht. Weil ich glaube, für den stärksten Zauber, das ist auch, glaube ich, einer der stärksten Zauber in-game, braucht man 40 oder, ja doch, 40 Intelligenz war das. Und das Coole ist halt, wenn man den besiegt, dann bekommt man Logans Zauberstab. Und das ist in-game der stärkste Zauberstab. Also es gibt zwei Stück, einmal der von Manus und einmal der von Logan. Und die unterscheiden sich. Logan ist ein bisschen stärker, Manus verbraucht aber deutlich weniger Gewicht. Jetzt müssen wir wieder diese Kristallviecher hier sehen. Bei denen muss man aufpassen. Die stampfen manchmal in den Boden. Oh Gott. Genau das meine ich. Hat mich voll erwischt. So. Wir rushen einfach gleich nach unten durch. Na, hatte ich auch gesagt. Ach so, ach, okay, bei dir ist ja die Story hier leider nicht. Die Leute, die Story von Katharina gemacht haben, von dem Ritter, von dem Zwiebelkopfritter, da findet ihr hier einen weiteren goldenen Golem. Okay, das hatte ich aber noch nie. Pass auf nicht, dass du stirbst. Alles gut, Ich ich muss kann dich mich auch nochmal noch gleich in hochheilen. Teamspeak nach dem Gegner eben lauter stellen. Weil du bist etwas leiser. Moment. Sag mal bitte was. Ja, ich sag ganz viel, so la 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 Okay, und. passt, bist laut genug. Ja, ich habe ja leider den Zwiebelritter getötet, weil ich die Menschlichkeit gebraucht habe, um dich zu holen. Aber ich glaube, ich hatte das selbst mit meinem Main, hatte ich das nicht so weit, dass ich den hier getroffen habe. Da gibt es einen kleinen Trick. Also die Sache ist die, um den zu, dass dieser goldene Ritter hier, dieser goldene Golem hier erscheint, musst du zuerst nochmal in die unten, wo es so In die vergiftet war, Sümpfe, weißt du genau. noch? Da war ich Genau, schon und mit meinem Main. da ist der Zwiebelkopfritter dann nochmal. Und da musst du ihm diesen Antigiftklumpen geben. Okay. Und dann erscheint dieser goldene Golem hier. Okay, Weiß wie. jetzt nicht, ob ich dir weiter erzählen soll, was da passiert, oder? Ja, kannst eigentlich, weil ich habe das selbst mit meinem Main nicht gemacht. Ich habe den mit meinem Main unten in der Kanalisation gehabt, also da in den Sümpfen. Aber weiter bin ich da auch nicht gekommen. Also es ist ziemlich cool, weil diesen goldenen Golem, wenn du den dann besiegt hast, befreist du einen weiteren, der aussieht wie so ein Zwiebelkopfritter. Oh, pass auf, ich Oh, habe den jetzt hast du Schmetterling den gepult. gepult, okay. Kann man gegen den im Nahkampf kämpfen? Nein. Oh, ouch. Oh, pass auf, so. Oh. So. Oh, Schein, schein scheiße. uns. Ich muss mich. Ich muss hier mal kurz. Aber ich kenne gegen Seth einen Trick, den ich immer benutzt habe. Jetzt muss ich mal kurz hier umräumen. Ganz kurz die Waffe hier wechseln. Geht der echt nicht? Also kommt er nicht zu uns? Oh, ich hoffe, jetzt sterbe ich nicht. Ich besiege den jetzt einfach. Oh Gott. Warte mal, ich muss ein Stück weiter weggehen. Ich muss kurz die Waffe wechseln, sonst kann ich den nicht angreifen. Jawohl, der ist besiegt. Hast du ihn besiegt? Ja. Ich kenne gegen den Seth, gegen den dritten Fürsten. Also bei mir ist es der dritte Fürst mindestens. Gegen den kenne ich so einen kleinen Geheimtipp. Und zwar, man, laut der Story weiß man ja, dass der blind ist.
Das heißt, der kann dich nicht sehen, sondern der hört noch. Aber erstmal zu dieser kleinen Story hier. Ihr seht schon, die Spieler haben uns Tipps gegeben. Normalerweise, beim ersten Mal hatte ich hier keine Tipps, aber da bin ich fast verzweifelt. Wenn man genau hinguckt, dann gibt es diese, ja, was das, das ist, Feenstaub, sage ich einfach mal. Das Feenstaub, was runterprasselt. Normalerweise prasselt es weiter nach unten, aber hier sieht man, das schlägt gegen eine unsichtbare Mauer oder unsichtbaren Boden auf. Auf dem kann man gehen. Man muss nur verdammt vorsichtig sein. Zum Glück helfen uns hier die Spieler, deswegen haben wir eigentlich den Weg ziemlich safe. So, müssen wir jetzt hier schon unten. Oh, der Golem kommt erstmal. Ja, auf jeden Fall, wie ich immer gegen Seth kämpfe, ist, hallo. Oh, der hält aber gut viel aus. Wieso hält denn so viel aus? Weil es ein großer Golem ist. Okay. Okay, die Katharina-Story wollte ich da noch ein bisschen weiter erzählen. Ja. Dort trifft man seine Tochter. Okay. Und wenn man die befreit hat, wenn man den Golem dann getötet hat, befreit man die. Und wenn man die befreit hat, dann sucht die ihren Vater. Und dann ist ihr Vater natürlich wieder unten verschwunden und dann findet man in dem Feuergebiet, in der Höhle. Okay. Und dann muss man dem dort wiederum helfen und dann trifft man die ganz unten in der Leere an. Weißt du, wo das ist? In der Leere? Nee. Ja. Das war, wenn man den Baum nach unten klettert. Okay. Ah, doch, klar. Doch, doch, doch. Oh. Ich habe hier ganz viele Sachen gefunden. Mhm. Ich habe gerade zwei so Funkenwürmer getötet. Okay. Oh. Ich kann dir da unten gerade nicht. Nee, passt schon, passt schon. Ich mache den jetzt durch. Einfach mit Feuer fertig. Zack, Nummer 1. Feuer macht da deutlich mehr Schaden. Jetzt muss ich als nächstes mit Menschlichkeit kämpfen. Die Frage ist, muss ich jetzt komplett hochlaufen oder kann ich von hier aus weitergehen? Eigentlich kannte ich nur den Weg von hier aus. Okay, dann werde ich mal wieder hochlaufen. Yo Leute, danke erstmal fürs Ende schauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da oder kommentiert das Video. Hier oben habt ihr jetzt den letzten DayZ Part und unten habt ihr das letzte Dark Souls Video. Haut raus und freut euch bald auf Dark Souls 2.